13 zu Bart. Läuft? Ja. Oh, sagst du gleich. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu der neuen Staffel von. Also eine Soundeffekte, die wir selbst gemacht haben gerade. Ja, damit nicht wieder so viel nachträgliche Arbeit gemacht wahrscheinlich werden muss. Oh, dann dauert es wieder 8 Jahre, bis es fertig ist. Hoffentlich genau. Nicht. Nee. Spiele mit Bart, Staffel Nummer 2. Staffel Nummer 2 ist angesagt. Wir haben uns ja, der werte Simon und ich, uns vor ein paar Tagen zusammengesetzt und nachgedacht, was wir machen können. Da gab es einen schönen Prolog und die Wahl ist darauf gefallen. Moment, entspiegeln so. Ja, kannst du vielleicht, kannst du diesen manuellen Zoom mal machen, bei dem du... Ach so. Ja, es funktioniert ganz gut. Wir haben es jetzt, wir haben es ja schon im Prolog gemerkt. Ja. Der Hauptcharakter hat ein Bart. Da denkt man jetzt, das haben die sich doch vorher überlegt. Nee, das ist wirklich Zufall. Aber verdammt geil. Nein, es ist wie eine Art, du musst sehen, die Wurzel von Spiele mit Bart wurde schon gelegt, als dieses Spiel erschienen ist, vor 16 Jahren. 1997. 16 mein Bester, Jahr. Da warst du... Da war ich 40, ja. Ja. Ja, da hatten wir beide noch Haar. Da hatten wir beide noch Haar. Ja. Ich hatte eigentlich die gleiche Menge Haar wie heute, aber die war nicht unten am Kopf, sondern oben. Ja, was ja die wenigsten sind, das ist bei dir wie bei so einem... Diese komischen Dinger, wo viele Stäbchen drin sind und du drückst es so vor dein Gesicht und auf der anderen Seite kommt dein Gesicht. Okay. So ist es mit deinen Haaren. So von oben, wenn du die oben drückst, kommt unten kommt der Bart raus. Ja, das ist eigentlich, da ist nur, die sind direkt verbunden hier drin und dazwischen ist einfach nichts. Ja. Ja. Und ich musste einfach ganz lange pressen, ja, dass hier unten dann dementsprechend ein bisschen Flaum da rauskommt. Apropos, oder war das jetzt schon wieder ein anderer Song? Nee, jetzt bist du bei irgendeiner TV-Serie aus den 70ern. Das, die Werbung geht so, gell? Ja, genau. Als ich früher im Kaufhaus immer gewesen bin, wo ich dann warten musste, um dort NES oder sowas zu spielen, gab es immer diese Chia-Pet-Werbevideos, die dort gelaufen sind. Diese, was waren das so, aus Ton gefertigte Tierformen, wo Gras rausgewachsen ist. Ja, genau. Das ist fürchterlich, oder? Ja. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Gibt es heutzutage ganz großartig, kann man sich für ein paar Euro dann bestellen bei eBay in Obama-Form. Oh ja? Gott. Da gibt es also das Haar von Obama ist dann Gras, aus so einem Tonkopf Obama. Washington. Our founding father, Lincoln, freedom for all, Obama, hope and prosperity, seed, water and watch them grow. Also für die Leute, die dann ganz modern sind, aber genau das ist das Prinzip, wo meine Behaarung funktioniert. Und zum Glück, ich habe ja gewusst, wenn wir dann Spiele mit Bart machen, lass es einmal authentisch machen, habe ich eben gepresst für die letzten 2-3 Wochen. Gepresst, wir haben einiges vor, deswegen auch eine Menge Spiel, eine Menge Bart. Gepresst in die folgenden, ich tippe mal auf 6 Teile, einfach mal so aus so. Obwohl, nee, wir labern noch wieder viel an den jetzt schon wieder. Ich würde sagen 8 Teile. Aber mit 8 Teilen sind wir wahrscheinlich durch. Vielleicht werden wir es dann. Ja, sagen wir, es sind effektiv 6 Teile und wir strecken das auf 8. Auf 10. Komm, machen wir gleich 10 draus. Ihr werdet es gleich sehen, allein das Intro dauert seine Zeit. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe das im Kaufhaus sonst immer gesehen und konnte es mir damals nicht wirklich leisten. Nein, wirklich, ja? du kennst Overblood vom Namen. Ich kenne die Packung her, weil ich weiß noch, als ich im Kaufhaus daneben, wenn ich nicht Chia Pets gekauft habe, dann später, waren die eben alle aufgereiht, die Spiele, und inklusive eben diesem Overblood in der PlayStation-Abteilung. Ja. Aber ich konnte es mir nicht leisten. Und damals war ich noch ein ziemlicher Schisshase, was so Survival Horror angeht. Und es hat mir irgendwie ein bisschen Angst gemacht. So, oh, der sieht so komisch aus auf der Verpackung. Und was alles. Ist denn das da am Kinn? Genau. Ja. Das will so, ich auch. So was kenne ich noch gar nicht. Ich habe hier nur so 3 Haare hier und 5 da. Also. Ich kann nur so viel verraten. Ich habe natürlich es damals gespielt, schon Ewigkeiten her. 15 Jahre, 20 Jahre fast. Nee, so ganz nicht, aber doch ungefähr. Bald schon. Bald schon, ja, ist traurig, gell, aber wahr. Ja. Und ich weiß nur, dass es mir echt gefallen hat, was aber auch daran lag, dass es so die Resident Evil Nachgeburt war. Man hatte Resident Evil, dachte, geil, zweimal durchgespielt, ich will jetzt noch was anderes. Und dann kam Overblood ist und das hat so den Schmand der Leute noch abgegrast. Ich glaube, das ist so das Zitat aus der Videogame-Zeitschrift im Fazitkasten, die Resident Evil Nachgeburt. Ja, es ist ein typischer Klon. Nachgeburt trifft es, aber die Nachgeburt soll ja auch total proteinreich sein. Ich spiele die Dinger immer super gerne. Ich hole viel von diesen alten Survival-Horror-Dingern auf, die ich verpasst habe. Dann, und das hört sich zumindest in meinem Kopf immer nach einem guten Plan an im ersten Moment. Haben die Entwickler sich auch gedacht, oh, das hört sich wie ein guter Plan an, Overblood. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber zum Beispiel letzten Sommer habe ich durch mein Regal geguckt, so Sonntagnachmittag, ich weiß nicht, was ich machen soll, und Blue Stinger. Warum nicht? Ah, und hey, das sind dann habe ich es reingetan und dann wusste ich, warum nicht. Ich habe es aber trotzdem durchgespielt. Deshalb hoffe ich auch auf so ein Erlebnis mit
Overblood. Blue Stinger ist schon fast zu gut, sowohl grafisch als auch inhaltlich, um es hier in Spiele mit Bart du spielen hast zu das, du hast es schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber ich weiß schon noch, wie absurd das immer war. Es ist fast schon. Monster League hatten dann die Münzen rumklimperten und alles. Es ist fast schon zu schlecht. Es ist zu schlecht für ja, Spiele mit Bart. Es ist diese feine Grenze zwischen, es ist so schlecht, dass es wieder gut wird, ja. Das ist aber so schlecht, dass es wieder schlecht wird anstatt gut. Also schlecht in der Potenz, schlecht hoch zwei. Genau, sozusagen. Die Nadel schlägt dann nochmal aus, ja, und haut sozusagen die ganze Leiste dort kaputt. Aber egal, jetzt ist Overblood angesagt. Ne? Ich habe die Anleitung rausgeholt, weil ich finde, zur Einstimmung sollte man vielleicht noch mal kurz den Hintergrund, wir haben ihn schon mal angeteased in unserem Prolog, aber ich finde, der ist gut genug, um ihn einfach einmal komplett durchzulesen. Finde ich auch, vor allem eben, weil ich immer noch nicht verstanden habe von damals, was du vorgelesen hast. Vielleicht will mir das jetzt ein bisschen klarer. Ja, pass mal auf, denk dich mal in das Mindset der Entwickler. Und die versuchen in dir eine Stimmung zu erzeugen. Auch ihr bitte jetzt, falls ihr Bock habt, euch in die Stimmung einzubringen, dann Kopfhörer auf und vielleicht einen Hall unter meine Stimme, so ein bisschen so einen basslastigen Ton so, und dann lese ich sich vor. Synchronisiert. Vielleicht finden wir auch Musik, die wir drunter legen können, irgendwas Scariges vielleicht. So, ist das die Musik? Haben wir jetzt echt Musik gerade hier? Nicht schlecht. Nein, ich glaube, jetzt bilden wir uns fährt gerade draußen jemand in mein den Tumor. Ja. Na gut. Hintergrund. Plötzlich ist ein beliebtes von Science-Fiction-Erzählern und Klontechnologie erschaffenes Wesen unter uns. Stellen Sie sich diese Möglichkeiten einmal vor. Ein Klon an Ihrer Seite, der den veralteten Organspender ersetzt. Aber warum sollte man an dieser Stelle aufhören? Wie lange wird es wohl noch dauern, bis ein Chirurg Ihr Gehirn erfolgreich gegen ein jüngeres und gesünderes austauschen kann? Ist Unsterblichkeit wirklich so abwegig? Werden Fragen, die heute noch mit Wenn und Falls beginnen, in Zukunft durch Fragen ersetzt, die nur noch mit Sollen wir beginnen? Das ist eigentlich mein Lieblingssatz. Das ist in jeglicher Hinsicht ein falscher Satz. Das ist kein Deutsch. Und was, vorausgesetzt es gibt eine, ist die moralische und soziale Verantwortung im Zusammenhang mit einer solchen Macht? In einem versteckten Forschungszentrum der Lystra Laboratory. Ja, Lystra Laboratories. Der Lystra Labs führt ein Team von Wissenschaftlern umstrittene genetische Experimente durch. Als Raskasi werden sie die Wunder und Gefahren der Manipulation von menschlicher DNA aus nächster Nähe erleben. Sind sie bereit? Fragezeichen. Das setzt sich ein bisschen die Wunder und Gefahren der Genmanipulation mit Joachim Bublatt. Oh Gott, es geht noch weiter. Joachim Bublatt würde sich freuen, denn jetzt wird kurz noch ein bisschen was angeteased. Der Twist geschrieben von Joachim Bublatt. Warte. Overblood beginnt mit einer Computerpanne, die Cassie aus seiner Tiefkühlschlummer reißt. Unterkühlt und verwirrt erwacht Raz in einem Zustand geistiger Umnachtung. Insert Gag über das Game One Team hier. Grübeleien über seine Identität werden schnell durch notwendigere Fluchtgedanken ersetzt, als er den fatalen Plan der Wissenschaftler und seine Rolle darin durchschaut. Das alles macht er wahrscheinlich schon im Intro. Ja. Alles durchschauen und direkt vereiteln. Schmeckt das ein wenig aus und du hast die Novelle zu Overblood. Wie bei Phantasmagoria ungefähr. Kann man ja auch an der Stelle nur sagen, wir haben ja mittlerweile Spin-Offs. Also aus Spiel mit Bart, Phantasmagoria ist ja schon ein Spin-Off geboren worden. Und zwar, wie nennen wir es eigentlich, weiß ich nicht, Spiele mit Buch, Phantasmalesia. Lesen mit Bart. Ja, Lesen mit Bart. Wir lesen das Buch zu Phantasmagoria. Sicherlich reißen sich jetzt schon die Sender darum, um die Filmrechte unseres Lesevorgangs. Ja. Und ich will vor allem die Novelisation unserer Lesung von Phantasmagoria, also das Buch. Also ein Buch, was beschreibt, wie wir das Buch lesen. Ist super. Ja, besser kann man es eigentlich nicht mehr teasern. Besser würde es, glaube ich, dann nicht funktionieren. Ja, und wie es alle Spin-Offs dann an sich haben, wir wissen alle nicht, was vorher kommt, in welcher Reihenfolge und wie, aber so gehört sich das ja auch. Ja, was ich mich wir wissen wirklich nicht genau, ob das Video jetzt vor dem Lesevorgang von Phantasmagoria dem Buch kommt, aber was soll's. Im Besten schon, aber eines wissen wir, in diesem Sommer gibt es bald. Ja. Zwar eine Menge. Und zwar eine Menge. Ich frage mich immer noch hier, wieso sollte ich, wenn ich die Möglichkeit habe, so Körperteile auszutauschen, warum das Gehirn austauschen? Weil ich würde lieber das Gehirn behalten, den Körper austauschen. Ja. Ja, warum sollte man seine ganze Persönlichkeit und alles, was einen ausmacht, das Bewusstsein abtöten,
und durch etwas ersetzen, was man gar nicht kennt, weil es nicht ist. Wenn du es dir leisten kannst und das die Technik wirklich dann möglich macht, ja. Oh, ich habe mir die Haare ein bisschen schief geschnitten. Hirn austauschen, nächster Körper. Direkt. Würde ich auch so machen, zum Beispiel, wenn ich viel Geld hätte für Autos, ja. Aschenbecher voll, neues Auto. Ich verstehe, du willst mit dem Hirn einfach den Körper wechseln, ja. Genau, ich würde mir einfach so wenig Probleme wie möglich machen, ja. Und irgendwas, oh, ich habe mir den Zehennagel angestoßen oder sowas, Körperwechsel, fertig aus. Gehirn anderswo rein, fertig aus. Ja, es gibt natürlich dann, also in der heutigen Bergwerkgesellschaft ergibt es dann natürlich Müllberge und so Leichenberge von Gebrauchtkörpern, die keine Sau mehr will. Und dann müssen in der dritten Welt die dritte Weltgehirne sich die gebrauchten Körper nehmen, um halt dasselbe Leben, führen zu können wie wir. Guck mal, Mbappe, ich habe da einen Klaus-Jürgen Wusso hier gerade aus. Klaus-Jürgen Wusso. Mbappe. Mit Klaus-Jürgen Wusso spielen wir gleich, habe ich das Gefühl. Wir sollten mal starten, denn es kommen nicht nur eine Menge Zwischensequenzen, sondern es passiert auch ganz viel am Anfang. Voll, ich glaube, furchtbare Rendersequenzen. Ich glaube, wir müssen gleich die Abmoderation machen, weil die erste Stunde schon vorbei ist. Ja, wie immer schneiden wir alles kurz und klein. Das ist ja alles heutzutage. Weißt du, wir sind in einer Welt, in der wir alles nur noch durch sollen wir ersetzen. Wir fragen nicht mehr, können wir den Schnitt hier machen, sondern sollen wir? Sollen wir den Schnitt hier machen? Ja. Komm, lass uns starten, oder? Okay, lass uns schön. Wir haben übrigens, kann man vielleicht auch noch mal, das Spiel hat mehrere Kameraperspektiven. Wir haben das, sag ich mal, auf unsere Technik übertragen und auf mehrere Kameraperspektiven uns eingestellt. Also diese wunderschöne Kamera, die absolut super hässlich ist, völlig überleuchtet. Aber mein T-Shirt nochmal von der ganz anderen Seite zeigt. Ja. Mit der werden wir noch viel Spaß haben. Wenn du vielleicht mal ein Muster auf dir. Ach, hast du. Kann man dann nicht so schön erkennen. Nee, wir werden auf jeden Fall auch damit spielen und nicht nur mit dem Spiel an sich. Wir werden auch übrigens, letztes Mal bei Phantasmagoria habe ich ja hauptsächlich das Pad oder besser gesagt die Maus in der Hand gehabt, weil ich es ja noch nicht direkt kannte und man nicht so direkt eingreifen darf. Ich glaube, hier werden wir einfach dann fliegenden Staffelwechsel immer wieder dann mal anstellen. Okay, dann lass uns doch mal reingehen. Oh, jetzt hast du. Jetzt habe ich das Intro. Jetzt ist das Intro noch nicht ganz da, aber das Intro kommt dann gleich. Ich glaube, es kommt gleich nochmal. Es dauert so 5 Sekunden und dann kommt es davon alleine. Ich hab die Konsole zwar laufen lassen, aber dann immer so sicherheitshalber ein bisschen weggeschaut, damit ich noch nicht dann. Ja, du darfst dich nicht spoilern. Ich darf mich dauernd nicht spoilern. Obwohl du es hier vorbereitest. Ich kenne ja ein bisschen. Das Tolle an dem Intro ist, was jetzt gleich nochmal kommt, dass es eigentlich komplett sinnfrei ist. Es zeigt einem eigentlich nichts. Es zeigt nur Nahaufnahmen von Leuten vor irgendeiner weißen Wand oder vor einer grauen Wand oder manchmal ist es auch eine schwarze Wand oder eine grüne Wand. Sehen Sie nun. Wand. Schauen Sie. River Hills. Ganz groß. Habe ich auch Durst drauf. Muss man sich merken. Warnung. Sensoren melden Notfall. Nee, ich glaube mich zu erinnern, dass ich das auch schon damals nicht so geil fand. Aber es hat schon was. Also wir meckern hier ein bisschen, aber das Spiel hat einen gewissen Flair. Aber seht selbst. Seht selbst. Oh Gott, die Soundeffekte. Das sind PlayStation 1 Horrorspiel-Soundeffekte, ne? Alle ganz strange. Mir fehlt natürlich, dass einer Overblood sagt. Ja. Das fehlt natürlich. Stimmt. Vielleicht, naja, EA hat es ja gepublished, die hatten kein Geld mehr für das hier. Haben sie also sich gesagt, lass den Spieler selber machen. Hoverblatz. Bitte sprechen Sie nun den Titel. Okay, in die Stimmung kommen. Das hat schon so Resident Evil Musik im Hintergrund, auf jeden Fall. Ja, ziemlich, ne? So, ein bisschen Geige hier, ein bisschen Keyboard dort und nichtssagende Computerbildschirmsachen. We'll be right back.
Raketenleitwerk. Irgendwann hast du ja gelernt, wie du es dann ja. steigerst. Stufe 2 aktiviert. Irgendwann bin ich dann in der Stratosphäre gelandet. Und dann wird alles schwerelos. Gott, oh Gott. So. Minus 10. Minus 10 Grad. Das ist zu kalt. Woher willst du wissen, dass es Grad ist? Vielleicht ist es auch Weil wir in der 10. Kühlkammer sind. Was sind wir das? Ich denke schon. Ja, guck. Ja, doch, doch. Bei minus 10 Grad eingefroren. Ja. Für alle seid sicher. Macht euch keine Sorgen, minus 10 Grad reichen aus. Für sämtliche Kryo-Bedürfnisse. Wir haben, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Das ist schon ein stattlicher Bart, den der da hat. Ja, der lag ja auch lange. Wächst der Bart, wenn man in der Kühlkammer ist? Ich weiß es nicht. Wird da der Stoffwechsel nicht aufgehalten normalerweise? Eigentlich schon. Ja. Sonst ist ja der ganze Sinn, glaube ich, von dem Ding. Eben. Oder? Stell dir vor, du bist da mal 100 Jahre drin und dann wachsen die Barthaare weiter und du erstickst Was? An deinem Barthaar. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich nicht... Mein Gott, ich weiß nicht mal, wer ich bin. Aber des Deutschen ist er noch mächtig. Ja, und er spricht, finde ich, ganz gut. Also ja, muss ich mal loben, erstaunlich gut, die Sprecher. Ich kenne recht viele deutsche Übersetzungen aus der PlayStation 1-Ära, sagen wir Crazy Ivan oder Disruptor oder sowas. Das ist dann aber mehr Laientheater 700. Ja, posttraumatischer Stress, sagten sie. Oh mein Gott! Yeah. Zündung, das ist so früh! Ich wusste es, wir werden alle sterben! Ihr habt 15 Sekunden Zeit zum Start und um die Schilder hochzukriegen! Sie sind wahnsinnig! Das ist so geil. Ich habe das Intro, da habe ich auch zum ersten Mal Freak Out, das Lied, habe ich da zum ersten Mal gehört. Ich habe ja keinerlei musikalische Vorkenntnisse, aber ich habe dann durch Spiele, durch so ein Schwachsinnspiel, habe ich dann zum ersten Mal dieses Freak Out! Durch Crazy Ivan. Wenn dich Leute dann fragen... Crazy Ivan, Crazy ja. Ivan. Das hört sich auf jeden Fall aber auch schon mal besser an. Und es ist kalt. Es ist kalt. Ja, es ist viel zu kalt hier drin. Ja, und da auch teilweise egal. Ich bin gespannt, ob wir noch Textfehler und ähnliches in der Schreibweise finden. Ja. Eben habe ich schon eine Leerstelle zu viel gefunden. Er wird erfrieren, wenn ihm nicht schnell was einfällt. Oder langsam was einfällt. Oder langsam. Genau das Gegenteil. Und um rechts. Jetzt muss mir langsam was einfallen, aber zuerst noch ein weiteres Nickerchen. Ja, aber, okay. Das verstehe ich nicht ganz. Er war doch in der Kühlkammer bei minus 10 Grad und er kommt raus und es ist ihm zu kalt. Wer weiß, was da für ein Unterschied ist. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr Resident Evil-ig gerade von der Steuerung her. Mit dem Steuerkreuz nach oben gehen. Mit oh, geil. Okay, im Gras habe ich die Goldmedaille gewonnen im Dreisprung. Ja, Achtung, nochmal. Ups. Upsi. Und ich bin er rutschte aus und brach sein Genick. Ja, vielleicht ist es auch wirklich so Makulatur, dass du damit gar nichts anstellen kannst, ne? Na, ich glaube fast. Also die werden ja doof, wenn sie die einmal... Oh, was, ja. Was war denn gerade? Oh, ich habe keine Ahnung. Schieben. So, gehen wie ein Ägypter ist das hier oder was? Ah, mit 3 kann ich mich ducken. Und mit Kreis. Ah, da kann ich laufen. Rennen. Wieder T-1000. Aber du siehst oben rechts, ist keine Ausdauer, sondern es ist die Kälte. Oh. Die Langsamkeit des Erfrierens. Okay. Ja, wir haben noch Zeit, glaube ich. Geht okay, jetzt habe ich irgendwas. Minus 10 Grad. Das geht nicht. Das werd ich nicht überleben. Schreib doch noch eine Plus daraus und dann ist alles okay, oder? Ja, so funktioniert das doch, oder nicht? Genau, so ein Ding finden und Strich machen. Genau. So Adventure-Logik, oder auch nicht? Auch schön, wie die... Also eigentlich gemein, sich drüber lustig zu machen, aber wie groß die Hände sind. Ja. Und dass sie irgendwie auch so ein bisschen direkt an den Ellbogen getackert scheinen. Aber gut. Du hast dafür ist das Gesicht nicht schlecht in den Zwischensequenzen. Nee, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt bitte, wieso schlafe ich hier? Diese großen Hände dort auch, ich will da nicht spoilern, du hast aber noch nicht Season 4 Arrested Development geguckt, ne? Nein, wieso kriegt einer Riesenhände? Na gut, okay, ich habe sie noch nicht gesehen, nein. Nein, also wenn ich fange gerade wieder bei 0 an und jetzt gerade Folge 4. So. Die ist gerade jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen und ich habe die in 2 Tagen durchgesuchtet. Auf Netflix meinst du jetzt? Auf Netflix, ja. Genau. Habe ich Max den Account dazu geholt. Energieausfall. System unterbrochen. Na gut, wir brauchen, der Klassiker, wir brauchen Strom, um die Kühlkammer, warum auch immer, warm zu kriegen und uns dann... Strom also nehme ich jetzt mal an, vielleicht auch nicht. Ich kann das aber auf jeden Fall müssen wir uns wärmen. Kann ich wieder zurück? Renn doch einfach, bis du stirbst, die ganze Zeit im Kreis. Das ist vielleicht eine gute Idee, Gregor. Ich kann mich ja nichts... Das war mein Plan. Ehrlich gesagt, kann ich hier... Ich scheitere schon am ersten Bildschirm. Ich wollte gerade sagen, Mausspiele liegen dir ein bisschen besser, oder? Ja, du musst Spiele, auch wo du nur so machen musst. Ich habe mich in den letzten
15 Jahren an Analogsteuerung gewöhnt. Und davon ist nicht so viel übrig. Warte mal, hier, das hier, hatte ich das schon? Das ist was anderes, ne? Warnung! Hilfsaggregat darf unter normalen Umständen nicht benutzt werden. Gefahr der Überlastung und Fehlfunktion. Nur in Notfällen. Okay. Ja, ich bin ein Notfall. Ich meine, ich befinde mich in einem Man sollte Notfall. Meinen, es wäre ein Notfall. So, ich sehe aber auch, wie der Gregor dafür sorgt, dass wir direkt mit einem Tod... Nein, was wohl hier drunter Bart. Ist? Nee, ich glaube, du liegst falsch. Ich lieg falsch? Aber warum? Also... Ist da was? Du läufst ja aber auch wirklich wie so eine, weiß ich, so immer... Jetzt laufe ich immer ein dran. Bisschen eine Acht die ganze Zeit. Schnell! Ich bin irritiert. Beeil dich! Ich bin irritiert. Alter, du bist wirklich... Oh Gott. Ich höre da doch kein Lachen aus der Regie, oder? Ja, es war gerade so ein leichtes Lachen. Und das sind Leute, die nicht zocken können. Und Wenn die schon über dich lachen, Gregor. Na, jetzt? Nein, vielleicht ist es... Was? Wir kommen nicht mehr auf, es ist zu kalt. Oh, der stirbt da. Da geht er ein wie eine Blumenprimel. Ich werde ohnmächtig. Ich schaff's nicht. Schiebe noch ein wenig Luft und dann in die Knie. Das Echte war Männer sterben so. Die fallen nicht um, die sterben im Knie. Und bluten danach aus. Das ist das Beste daran. Oh nein, ich bin erfroren, Blut. Ja, wollen wir mal Intro gucken, nee, gell? Nee, aber das ist ja zum Glück die Kraft des Schnittes, oder? Ja, dann machen wir doch jetzt einen Schnitt und schwupp sind wir wieder am an Start. An der anderen Stelle. Ich glaube, ich muss meinen... Da kann man echt nicht wegdrücken, das blöde Intro, das gell? Das kann man echt nicht wegdrücken. Oh, das ist ja eine Frechheit. Ja, da machen wir wirklich einen Schnitt, hä, Leute? Da machen wir einen Schnitt auf jeden Fall, ja. Ich mach das Schnittgeräusch schnell. Sound wackelt bei mir ein bisschen. Wackelt? Nee, ist okay, ja. Jetzt ist es weg. Okay. Das fängt ja schon mal gut an. Talent, mit dem bin ich nicht gesehen. Nee, es war ja süß, aber ja. Achte drauf, dass du nicht Start und Select gleichzeitig drückst, weil dann machst du Reset. Ach, der alte Start und Select-Trick, ja. Den gibt's ja auch nicht mehr heutzutage, oder? Genau, oder mit L und R ab und zu mal, aber hier ist es wirklich, ich hab's schon hingemacht und dann geht er sofort ins Hauptmenü. Alle vier und die beiden kennt ihr auch noch. So war's bei Wing Commander, ich glaube, da konntest du dich auf deinem Raumschiff kaputtieren mit dem Eject-Knopf. Es ist doch so designed, dass man am Anfang stirbt. Das heißt, die haben es wirklich so geplant, dass man sich zweimal dieses Tuba-Solo anhören muss. Plus seine Erinnerungen jetzt nochmal. Falls sie es vergessen haben, wir sind immer noch bei minus 10 Grad. Und der Producer ist immer noch Keith Orr. Keith Orr. Azuko Matsumoto. Da sind wir wieder. Ja, wie Zauberei-Intro übersprungen. Als ob es einfach so möglich wäre. Vielleicht lassen wir es so einfach. Vielleicht auch. Man weiß es nicht. Das ist das Gute bei uns. Wir wissen, ach, wir entscheiden das dann später. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Komm mir verdächtig. Ich erinnere mich an nichts. Ich erinnere mich daran, dass ich das schon mal gesehen habe. Mein Gott, ich weiß nicht mal, wer ich bin. Mein Gott, wie sehen meine Hände aus? So groß wie Teller. Also bei mir ist es ja wirklich so, aber bei ihm soll es nicht so sein. Und vielleicht lag es ja wirklich daran, dass er mit seinen Händen nicht richtig in die Knöpfe gekommen ist, die ich hätte drücken müssen. Ja, das glaube ich, ich muss meine Hände kleiner kriegen. Ja, kannst schwillen die nicht auch an? Genau, sowas vielleicht, so? Ne, dass du dann, wenn du die ganze Zeit wie so bei so einer Wasserleiche, hat sich das angesammelt, ja, und dann so festgefroren. Da hat er auf einmal so Gigantohandia, oder irgendwelche so eine... Ja, ich kann mich an diesen Horrorfilm erinnern. Seine Hände wurden immer groß. Oh, er kann sogar hochspringen auch. Yay. Vielleicht kannst du dich damit aufwärmen. Hui! Eigentlich müsste es funktionieren, oder? Dass man sich mit sowas... Oh Gott, ich verstehe, warum du verreckt bist. Das ist ja fürchterlich. Ja. Das ist ja absolut fürchterlich. Das ist absolut... Okay, na gut. So, lass mich noch weiter aus. Ich probiere jetzt erstmal systematisch alle Türen aus. Womit kann man nochmal rennen? Nee, das war schief. Nee, gedrückt halten. Kreis. Aber was? Kreis? Aber, ja, Kreis gedrückt halten. Nee, drücken. Gedrückt halten. Wenn ich gedrückt halte, schiebt er. Nee, wenn du... Nee, aber wirklich? Nee, wenn du gedrückt hältst und dann an der Wand bist, schiebt der ganz komisch. Okay, na gut.
Ich sehe immer, das eine Ding hatte ich ja schon angeguckt, wo die Kamera einmal wechselt, wenn man nah dran ist an der Außenwand. Lach mich nochmal aus, bitte. Ja, es kommt noch, warte, aber ich laufe immer in eine Richtung. Habe ich doch auch gemacht. Nein, du bist immer wieder acht. Du bist einfach vor zurück. Und du versuchst gleich die gleiche Tür zu öffnen die ganze Zeit. Nein, es ist ein Kreis. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Da, genau. So weit haben wir immerhin schon mal. Genau, und dieser weiße Fleck dort. Das ist, hatten wir schon, gell? Das ist die Minus 10. Sind es die minus 10 Grad? Ja. Ist okay. Wir kommen dahinter. Wenn ich jetzt auch sterbe, das wird super unangenehm. Los, komm jetzt. Denkgehirn. Ich bin total easy drauf. Jetzt hätte ich gern ein anderes, neues, geklontes Gehirn, zum Beispiel. Mit neuen Gedanken, mit frischen Gedanken. Weißt du, was dann passieren würde? Dann würdest du meins bekommen. Das ist genau wieder gleich am Anfang. So, Warnung. Hilfsaggregat darf unter normalen Umständen nicht benutzt werden. Das ist ein Notfall. Gefahr der Überlastung und Fehlfunktion. Nur in Notfällen. Ja. Vor allem, ich höre mir das einfach komplett an, auch wenn ich hier gerade wegfriere. Er sagt ja gleich, da ist was drunter oder irgendwie so, aber vielleicht musst du es nochmal anklicken einfach gleich. Ich glaube, ich kann es gerne probieren, aber... Er sagt ja, was hier wohl drunter ist. Kann es sein, dass es nur öffnet? Duck dich viel, oder? Reicht nein, er sagt es nochmal. Warnung! Hilfsaggregat darf unter normalen Umständen nicht benutzt werden. Gefahr der Überlastung und Fehlfunktion. Gefahr nur der Langeweile und Wiederholung. So, Phantasmagoria waren wir schon weiter. Nee, waren wir nicht. Da hast du eindeutig falsche Erinnerungen dran. Soll ich in die Knie gehen, meinst du? Geh mal in die Knie, ja. Okay, wie kann ich denn in die Knie gehen? Dreieck. Dreieck, okay. Und jetzt guckst du dir mal an. Mit seinen Käsequanten. Da. Ey, you are sowas von right. Ah, es wird... Was? Und da sind wir wieder, wie bei Phantasmagoria. Ich sage, nee, das ist falsch. Du hörst auf mich. Ich hör auf und dich. Später kann ich es dann lösen. Mit demselben. So wer von uns den Cutter am ehesten besticht, ja, damit man dann besser ausschaut im finalen Video. So, wer immer mal wissen wollte, wie seine Füße von unten aussehen, so. Wie so kleine, wie so eine Entenwatschel. Ich bin dafür, dass wir jetzt nur noch so laufen. Also wir kriegen dann 18 Teile raus aus dem Ganzen, ja. So kann man auch Videos strecken. Und der werte Cutter packt jetzt den Ententanz einmal drunter. Ja, das ist... Oh, nee, Moment. Zu spät. Verdammt. Das sind komische Türen, die wir so ein... Stein in Tomb Raider, so ein Block, den man einfach wegschiebt. Wahrscheinlich sind noch irgendwie Programmreste von Tomb Raider irgendwo da drin. Mach da eine Metalltextur drauf. Es sieht tatsächlich aus wie das erste und zweite und dritte und vierte Tomb Raider. Mhm. Oh, da ist mein Liebling. Da links siehst du schon, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal brauche ich... Oder was? Ich brauche jetzt erstmal was Warmes. Kann nicht geöffnet werden. Ich weiß ja auch nicht mal, was er versucht dort Kollisionsabfrage ist einfach from hell, ohne Scheiß. Guck dir das an. Er läuft wirklich immer erstmal eine Weile geradeaus am Platz und dann läuft er erst weiter. Das ist dieses zusätzliche Delay einfach, was durch die... Ich weiß es nicht, warum die das so gemacht Damit sie irgendwann schieben können. Damit sie zweimal im Spiel was schieben können, gibt es hier diesen Delay. Alter. Was ist das? Er hängt. Wirklich, ich drück nichts. So. wenn ich jetzt noch erfriere, dann ist das echt reine Blödheit nur noch. Ich will doch hier so einen Anzug, den die da scheinbar haben. Ich habe sehr bewusste Angst davor, wenn erste Actionsequenzen oder sowas kommen. Los, 7, 6, 5, 4, 3, 2, los, lauf! Nein! Fick dich in mein Knie! Ich hatte das, in meiner Erinnerung ist das ganz gut. Okay. Aber ey, vielleicht war das auch nur, weil das halt besser ist als der Rest vom Fest. So. Glaubst du, ich kann hier noch irgendwas nägeln? Nee, du hattest 15 Jahre zum Vergessen eben. Ja. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu der anderen Tür. Ich weiß, dass ich mit dem Roboter was machen kann, aber der kann mich jetzt auch nicht erwärmen. Also ich muss ja irgendwie jetzt erstmal einen richtig dicken Pulli oder sowas kriegen. Alter. Das ist so eine eirige Steuerung. Rennen. Oh Mann, ich hab keine Zeit mehr. Nee, du. Nein, du wirst nicht ohnmächtig. Wir schaffen das. Ah, es ist wirklich die eine Tür. Es ist wirklich lächerlich, aber die eine Tür, da wo wir eben waren, da muss ich jetzt wahrscheinlich wirklich hin. Da. Ich dachte, es ist wärmer geworden. Was soll denn das? Ja, aber es geht auch, der Balken wird... Wird trotzdem. Ach, wird langsamer, kälter. Kennst du das ja mit der Kälte und Länge? Okay, dann muss ich ja den Roboter anmachen. Okay, geht nicht. Gar nicht. Oder auch nicht, ja. Ich finde gleich was. Vielleicht wenn ich einfach aber hier das Ding, was geradeaus... Da diese... Ah, davor? Das da? Ja.
Was ist das? Da ist etwas drin. Ja, dann nimm es. Soll ich echt in die Knie gehen oder was? Alter, ihr habt ja einen Schaden. Nee. Ich muss in die Knie gehen. Speicher ab. Ist da noch was? Ist das nicht das Speichern oder so? Oh nein! Ah, geh auch in die Knie und dieses Ding, dieses kleine Knie. Oh. Werde ohnmächtig, kann immerhin noch einen Satz sagen. Das, ey. Das ist sehr unangenehm. Es tut mir wirklich sehr leid. Es braucht dir nicht leid zu tun. Immerhin, und wir haben die Anleitung gelesen vorher. Wir haben sie auch noch gelesen. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und? Vor allem, man sieht jetzt schon, was er gleich anhaben wird. Einfach nur eine blöde Weste, die original so breit wie mein Daumen ist. Und die wärmt ihn dann aber. Und Handschuhe. Vielleicht ist es ja Zukunftszeug. Und Schnitt. Ja. Tut mir leid, Leute, aber euch kann es ja egal sein. Keine Sekunde. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, ja. Knien. Naja, ein bisschen mehr wissen wir, aber nicht alles so irgendwie, oder? Was wissen wir denn eigentlich? Knie dich hin. Mehr Knie. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Ja? Der Witz ist, ich wollte genau dasselbe sagen. Ja. Mir ist nur der Spruch nicht so schnell eingefallen. Nur der bußfertige. Buße, man kniet. Ist doch logisch. Ja. Mann. Gott, hä? Ja. Gott versteht keinen Spaß mehr. Und wir erwähnen extra nicht, von wo das ist, damit der liebe Cutter seinen Spaß hat, das rauszusuchen. Der gibt einfach bei YouTube ein, nur der bußfertige Mann wird bestehen. Bam. Ja. Schnick, schnack, ganzer Film. Jetzt hast du es gespoilert für ihn. Achso, ich habe ihm das gegeben. Wie er es rausfindet, ja. Crazy shit, Google. Okay, aber auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal klüger. Bist du? Ich werde auf jeden Fall nur noch gucken, die ganze Zeit dort. Duken. Duken. Ja, wir wissen, manchmal, das ist halt wirklich oldschool. Das ist so, das war noch ein Feature, dass sich der Charakter ducken kann. Das wurde ausgenutzt. Jetzt, wo ich das aber jetzt schon mal ein bisschen angesehen habe, verstehe ich, warum du irgendwie noch den Eindruck hast, dass Blue Stinger was getaugt hat. Ja. Ist Blue Stinger besser oder schlechter als das bisher? Die Steuerung ist ein bisschen besser. Ein bisschen besser nur? Die Kamera ist wesentlich schlechter, meist. Krass. Aber also von der Steuerung her ist das schon ein Kaliber, was wir hier dann bekommen haben. Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Ich denke, in einer Stunde werden wir schon ein bisschen besser damit umgehen können. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich dann nicht alles verloren habe, um dann aktuelle Spiele zu spielen oder so. Du musst dich halt, aber er hat auch so ein bisschen Glatze, oder? Ich dachte auch. Beginnende Glatze. Ich dachte, das ist vielleicht so ähnlich die Haarformation wie bei mir, aber es ist wahrscheinlich nur die Geheimräte haben zugeschlagen im Kälteschlaf. Jetzt würde ja er jetzt auch sagen, nein, es ist nur die Perspektive, Leute. Und scheiße, ich lieg da so, ihr guckt von oben drauf, ist nur die Perspektive. Ja, ist gerade. Siehst du, da ist doch Haar. Normalerweise ist er größer, ist gerade kalt, ne? Ja. Zum Glück kommt das jetzt nicht. I'm really sorry. So. Ja, der hat aber schon ordentliche Geheimräte. Wo bin ich? Du bist in der Kühlkammer, Wie bin Alter. Wie ich hierher gekommen? Weiß ich nicht. Hast dich reingelegt? Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich nicht. Mein Gott, ich weiß nicht mal, wer ich bin. So. Verliert natürlich schon so ein bisschen seine Dramatik beim dritten Mal. Das kleine bisschen, was noch vorhanden war. Prost übrigens. Vielleicht kurz mal. Oh. Ist kein Bier, keine Angst. Ist Radler. Ist eigentlich faktisch, rechnerisch ist es kein Alkohol. Eben. In dem Sinne, Prost. Ich habe ja von vielen gehört, dass sie auch unsere Videos nur mit viel Alkohol genießen können. Und wir können sie mit viel Alkohol produzieren. Da haben wir ein Talent drin, glaube ich. Ja? In Trinken, ja. Ich habe zuletzt ein Video produziert und da gesagt, oh, ich habe da Whisky im Glas, aber es war eigentlich so Limonade. Ja? Und da haben die Leute überall in den Comments drunter geschrieben, oh, guck mal, wie besoffen der Gregor ist. Geil. Ich war der gar nicht betrunken. Alkoholiker, der hat, ich habe ihn gesehen, wie er 2 Liter Whisky getrunken hat. Das Schlimme ist, anscheinend mein Verhalten für die ja ganz normal, der ist eben besoffen. Ja. Ich kann mich aber auch erinnern an Spiele mit Bartteile, wo wirklich viel Wein in Strömen floss. Und man schon gemerkt hat, okay, es ist ein deutlicher Unterschied. Das Niveau, was eh schon tief ist, ist jetzt irgendwie unter Wasser. Mehr so ein Sumpf des Niveaus. Aber das werden wir dieses Mal heute nicht erreichen. Keine Sorge. So, du kannst genau jetzt direkt schon das Notfallaggregat einstellen. Genau, ne, da brauche ich mir das nicht angucken, dann ist es ein bisschen wärmer. Da kann ich jetzt die Tür. Vielleicht finde ich was zum Anziehen, okay? Tür. Es gibt bestimmt irgendwelche Assi-Speedrunner, die das so in 20 Minuten durchkriegen können, das Spiel.
Man hat die Tür versperrt, ich muss das Schloss entriegeln. Das war es eben nicht, ne? Oder war es ja nee, auch nee, dumm? Das war nicht da. Einfach, ich sehe schon, wenn vor jedem Rätsel erst mal in Zweifel in Deckung gehen, ob es vielleicht auf Knien zu lösen ist, so wie... Ja, nein, das sage ich jetzt nein. Nicht. Da wären wir wieder frauenfeindlich jetzt, wenn ich sagen würde, dass noch alles auf Knien zu lösen ist. So. Mit den kleinen Händen kann man... Vor allem das Schlimmste, wir haben jetzt auch, wir haben zwei Leute in der Regie, wir haben ja auch aktuell eine Live-Regie. Und das heißt, wir haben sowohl einen Mann als auch eine Frau als sozusagen Testpublikum in der Regie sitzen. Wenn wir zu obszön werden, dann hören wir da wahrscheinlich auch die ein oder andere. Da merkt man wahrscheinlich nur, dass wir keinerlei Charme mehr übrig haben. Nee, ist super. Nee, ist super, sagt er. Ja, das liegt daran, lieber Michael, dass hier noch keine frauenfeindlichen potenziellen Witze gemacht werden konnten. Eben. Einfach deshalb, weil es noch, es gibt noch keine, es wird eine Frau geben. So viel ist klar, es gibt dann Roboterwitze geben und Frauenwitze. Dann spare ich mir einiges auf. Ja klar, heb dir es auf, lass es dann alles raus. Da habe ich doch vorher auch schon reingeklickt. Wenigstens sterbe ich jetzt nicht vor Kälte. Denn ich habe ja eine Weste. Na gut. Nintendo, oder was steht da drauf? Das Ding hier in Baustein. Ja, warum auch nicht? Okay. Muss ich mich auch drauf setzen, oder so, damit ich ihn einbaue? Du, das ist ja, ab jetzt erklärt sich natürlich Pause, von selbst. Select. Ah, da gibt es ein Menü. Und ich kann Downjacke, die Werbung benutze ich. Hast du doch schon. Lass sie an. Ich weiß, aber vielleicht kann ich sie ja mit dem Skelett an benutzen, damit mir noch wärmer. Und was ist mit dem Rekorder zum Laden? Speicher gleich mal, dann sparen wir dann machen wir das mal, ja. Das Erfrieren und. Ja gut, jetzt können wir nicht mehr erfrieren. So. Ich hoffe mal, da sollte noch genug Platz frei sein auf der Memory Card. Auch das Memory Cards, herrlich. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst habt, ihr Jungspunde. Nee. Noch so ein schönes Kästchen, wo zwei Saves oder so drauf gepasst haben. Bei Metal Gear Solid wahrscheinlich nur einer und ähnliches. Es gab einige Spiele, die so eine ganze Memory Card in Beschlag genommen haben. Das Beste finde ich jetzt gerade, Spieldauer 2 Minuten 17 Sekunden und auf dem Tacho haben wir, glaube ich, 40 Minuten. Ich denke so. Zwei Minuten im Spiel, 40 Minuten wollen im Video. Wollen wir das heute noch durchkriegen? Ja klar, wir spielen das heute noch durch. Ja. Wir haben genug Radler hier. Okay, jetzt kann ich, vielleicht irgendwann kann man auch das durchspielen zu Nebensachen. Ja. Ich ducke mit dem Scheiße. Duke hier. Duki. Ein kleiner Roboter. So, da. Ein kleines Loch. Jetzt. Nee, noch nicht genug Bierintus. Okay, weil ich hätte die Lösung jetzt schon mir angedacht. Warten, bis es kälter ist und dann alles schrumpft und dann ins Loch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was genau das. Jetzt hab ich den schlechten Witz ja gebracht sogar, den ich dir eben noch verboten habe. Deshalb hast du ihn mir ja auch verboten, damit du den bringen kannst. Ja, weil er so. Darf ich? Passt genau in den, ganz genau in den Schritt. Nee, du kannst einfach nur vorlesen. Ich brauche einfach nur vorlesen. Ich bin auch nicht anzüglich, ich lese ja nur. Ja, stimmt. Also. Der beste Charakter der PlayStation 1-Ära, behaupte ich. Echt? Ja, sage ich. Sag ich mal so. Mikrobi? Nee, Bipo. Bipo. Oh Mann, der ist so süß! Ich mag den jetzt schon. Wie so ein kleiner Hund. Was denn? Kannst du nicht sprechen? Aber du verstehst mich, ja? Willst du mir was sagen? Deine Mutter. Ist das etwa alles, Beep? Was soll denn das heißen? Ja, selber Beep Beep. Du bist ja ein Meister der Konversation. Oh. Okay, wie du meinst. Eigentlich könnte ich Gesellschaft vertragen. Ach, wie heißt du eigentlich? Na? Verstehe nicht, ja. Oh. Pipo? Also gut, du heißt Pipo. Schön, dich kennenzulernen, Pipo. Und Musik ist aus. Ende der Diskussion. Okay, und jetzt läuft er mir hinterher, oder? Ja, aber ist geil, ne? Ist ja super. Komm, ey, kannst du sagen, was du willst zum Bipo? Das hätte jeder gern. Als Kind wirklich. Ich wollte den unbedingt haben, ey. Vor allem auch, der ist ja so halb, der ist ein bisschen so quirliger als R2-D2, als ob er so ein bisschen ADD hat oder ADD reinprogrammiert wurde. Die ADD-Edition. Also vielleicht ist es so ein Tourette-Roboter gerade und der schimpft gerade die ganze Zeit, wenn er dann so... Ja, vor allem er ist wie Timmy. Er kann halt auch nur seinen Namen scheinbar sagen. Bipo. Aber es ist halt, was für ein Gespräch auch gerade. Du verstehst mich? Nein. Nein. Wie heißt du? Bipo. Also hat er ihn doch verstanden. Versteht ihr? Es ist komplett, egal. Sie reden aneinander vorbei. Mann und Frau.
Und jetzt kann Bipo dir bestimmt helfen, die Tür zu öffnen. Ja, oder, ich hab mal geguckt, hier, jetzt kannst du lesen, 10 Grad. Mal da mal ein Plus davor. Nee, bei 0. Ach nee, 0 ist es jetzt. Ja, der Notstrom reicht nämlich nicht aus. Moment, also ohne eine Jacke bei minus 10 Grad fängt er an zu sterben. Ist das so? Nee, er stirbt sogar ohne Jacke bei 0 Grad, so habe ich das verstanden. Ah, du hast ja auch. Von minus 10 auf 0. Stimmt. Und die Jacke braucht man, damit man nicht stirbt. Mit der Jacke schon. Du hast es ja schon gesagt, kurzärmlich packt er einfach dann drüber. Wenn man ehrlich ist, er hat noch so einen blauen Gummiüberzug bekommen. Aber ganz im Ernst, das akzeptiere ich nicht als Erklärung. Wo war der denn auch drin vor allem? Ja. So eine Jackentasche? Der gehört zur Jacke, der ist da so drin. Ich muss das Schloss entriegeln. Das kann doch Bipo machen. Kann ich den irgendwie anweisen? Gab es nicht noch irgendwo was zum... immer wieder gut. Gab es nicht nur was zum... Hallo Bipo. Zum rätselmäßigen Andrücken, wo der Bipo helfen kann? Den Notstromkram da vielleicht nochmal? Ja, stimmt. Mach mal einen langen Hopser, macht er dann auch einen? Okay. Egal, nee, komm jetzt, oder? Ups. Nö. Gleich hopst aber... Hey Bipo, alles klar? Dann geht auch schön aus dem Weg hier, aber weil das konnte ich ja vorher nicht bedienen. Also kann sein, dass Bipo mir jetzt ein bisschen... Hilfsaggregat aktiviert. System wiederhergestellt. Ich kann gar nichts damit anfangen. Warum versuchst du es nicht einfach? Oh. Nervt zum Glück gar nicht, sein Gepiepe. Nee, ich kann den Skelettarm nicht damit. Ist kaum schrill. Ja, dann mach es halt. Muss jetzt weg oder mach nochmal vielleicht so. Was ist das, einer Schalter? Das verstehe ich nicht. Ja, halt mit Bipo. Kannst du vielleicht wechseln? Kannst du zwischen Bipo warte mal, wechseln? Select. Ah, vielleicht kann ich Bipo. Nee. Nein, Rekorder und die Jacke. Aber ich glaube wirklich, dass man irgendwie die Charaktere auch wechseln kann. Man konnte zwischen Roboter, Mann und Frau. Warte mal. Ah! Kamerawechsel, sehr gut. Ah! Das ist doch schon mal was. Ach, okay. Und plötzlich. Alter, das ist. Ist es viel besser. Das wird gleich viel besser. Hätte ich das mal vor einer Stunde gewusst. Mir wird auch so ein bisschen warm im Lendenbereich, wenn ich mir das angucke. Oh, eine Ego-Perspektive. Oh, jetzt ist ja auch, ist auch gut. Ja, wir haben es ja vorhin gesagt, dass wir mehrere Perspektiven haben, aber offen gesagt wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, das zu wechseln. Jetzt bin ich Bipo. Und womit? Also mit L1 wechselst du die Perspektive und mit R1 wechselst du die Charaktere. Okay, dann beep dich da kann mal Bipo auch dran. Okay, Bipo kann wackeln, Bipo kann... Hüpfen. Wie er mit seinem Hals so versucht, sich größer erscheinen zu lassen, als er ist, gell? Ja. Beim Hüpfen. Notversorgung aktiviert. Aber irgendwie hat das doch jetzt gar nichts gebracht. Ich bin an dem falschen Portal, glaube ich, gewesen. Kann er denn laufen? Nein, er braucht nicht, er schwebt. Scheiße, ich sollte die Kamera wieder vielleicht wechseln, so ist besser, ne? Okay. Ja, das ist es. Systemzugang. Okay. Langsam macht Spaß. Bipo, du Fuchs. Command, okay. Door unlock. Türen entriegelt. Organismus ausgewählt. Anzeige von Informationen. Organismus ausgewählt. Anzeige von Informationen. Hey, was ist das? Ich habe ja gar keinen. Habe ich einen Namen? Russ. Russ Carsey. Was ist denn? Aufwachprogramm auf und als notfalls geendet. Ursprüngliche Einstellungen? Ewigkeit. Ewigkeit. Sie wollten mich gar nicht aufwecken. Wenn nicht zufällig ein Notfall eingetreten wäre, wäre ich für immer Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza, ja. Jetzt haben wir leider reingelabert. Jetzt haben wir leider reingelabert. Wird, aber. Ja. Auch ein cooles Ding aus der PlayStation 1-Ära. Die haben ja gerne mal, wenn es irgendwie so kryptisch aussehen soll, einfach englische Worte mit griechischen Buchstaben dort geschrieben. Und da stand Emergency Mode, aber mit griechischem Alphabet. Also einfach nur... Aber es ist ja fast aufwendiger, erstmal das griechische Alphabet und Emergency Mode raussuchen und dann... Nee, die haben es nicht auf Griechisch geschrieben, sondern 1:1 nur die Buchstaben ausgetauscht. Ah. Ja, als ob du so den anderen Font auswählst einfach von deinem normalen englischen Ich verstehe Text natürlich, sie haben es nicht auf Griechisch geschrieben, sondern nur die Buchstaben ausgetauscht. Jetzt verstehe ich. Ja. Das ist natürlich sehr simpel. Also Tiefkühlpizza. Jemand hat den Raskas, oder nee, so heißt die Kurve in Monaco, glaube ich. ja. Die Tür wurde entriegelt. Doch, Raskas. So, ich guck mal nach. Guck mal nach, wie der nochmal heißt. Barty. Steht ja in der Anleitung, wo auch die erste Hälfte des Spiels direkt erklärt wird. Okay. Okay, ich habe wieder. Oh, guck mal. Oh, jetzt sieht das alles schon. Schau dir mal an, so voll der Schleim und so. Das da haben wir auch im Intro gesehen. Diese komische. Wie sich quasi, also symbolisch für die ganze Fabrik, was auch immer, ist kaputt. Alles zerstört. Was ist hier noch passiert? Ganz unten liegt was. Okay, ducken.
Russ Carsey. Oder Russ oder Russ oder der whatever. Spalt ist zu schmal, aber da passt nichts rein, außer vielleicht dem Arm von Beepo. Bin ich mal gespannt, wie oft uns Beepo aus der Klemme hilft. Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr oft. So. Silberne Codekarte gefunden. Ja, die nehme ich doch gerne an mich. Eigentlich ist Raz total für den Arsch und Beepo ist der eigentliche Held dieses Spiels. Ja. Und geht er durch die Tür. Okay, wir haben jetzt eine silberne Karte. Ja, es kann ja durchaus sein, dass wir wissen es noch nicht und der Sidekick steht hier im Mittelpunkt eigentlich. Und er hat auch die besseren Dialoge. Es stand doch auf diesem Menü stand irgendwas von so zwei Kältekammern, aber ich war der Einzige, der hier drin war, ne? Ja gut, du siehst ja, es sind mehrere, aber alle leer. Ja. Ich komme immer noch nicht drauf klar, warum sollten sie sich denn für die Ewigkeit, ich meine, die Ewigkeit ist einfach die Ewigkeit, warum sollten sie dich dann einfrieren? Da können sie dich doch wirklich umbringen, wer auch immer dich da eingefroren hat. Aber ja, gut. Kann ja auch sein, dass gesagt hat, okay, wir wissen nicht, wann wir zurück sind oder was auch immer, frier dich mal so lang, da bin ich gerade gewesen, oder? Frier dich mal ewig ein. Frier dich mal ewig ein und wir holen dich raus, wenn nötig. Ja, oder es passiert irgendwas Unerwartetes und dann darfst du alleine da rumlatschen. Aber ja, sehr Beepo. Ja. Ich finde allgemein, also ich, so Space Horror oder so Space Stationen, verlassenes Zeug und so Kälteschlafzeug, das ist so mein Lieblingsgenre, was so Funktion und Filme und alles drum und dran angeht. Ist halt nur schade, weil man irgendwie auch viel schon gesehen hat in der Richtung und das auch immer gleich anfängt, in jedem Rollenspiel, in jedem Spiel. Ich wache auf, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich erfahre es am Ende, wahrscheinlich bin ich der Bösewicht, der sich in die Kühlkammer gelegt hat. Ich habe gerade, war ich hier gerade schon durch? Du machst original seit 5 Minuten, glaube ich, dasselbe. Ich mach dasselbe, oder? Jetzt bist du wieder an der Stelle. Jetzt bin ich wieder in dem Raum, wo ich die Codekarte her habe, oder? Ja. Ah, vielleicht kann ich jetzt... Ich bin, oder? Natürlich bin ich das. Natürlich. Du bist einmal im Kreis gelaufen, natürlich. Es sind nur 3 Türen, aber ich hätte gedacht... Es sind zwei Türen. Nee, es sind 3. Ja, sind es 3? Es ist eine, die ist... also die, wo wir hier sind, da, wo wir vorhin waren und eine, die noch verschlossen ist. Ich mach mich ja auch nur lustig über dich. Ja, vielleicht ist da eine Tür. Oh ja, komm, lauf doch mal ein bisschen in der Ego-Perspektive. In der Ego-Perspektive herum. Aber das war damals schon ziemlich geil, dass es sowas gibt. Hier ist die Tür, oder? Ja. Da war die Tür, wo du eben warst. Das ist die Tür, wo man vielleicht die, kommen da die Karte? Wohl von außen verschlossen, okay. Wo kommen jetzt deine Karten? Ich guck mal nochmal in diesem Raum noch. Da, in dem. Ach, in dem Beepo-Raum dort? Im Beepo-Raum, vielleicht kann man da irgendwo mit der Karte noch was machen. Okay. Alter. So, nochmal zur Seite. Und jetzt? Mir wird schlecht gerade. Mir wird gerade wirklich ein bisschen schlecht. Da ist es. Ich habe gerade ein Nintendo 3DS-Spiel durchgezockt. Das heißt, The Starship Damrey. Das ist so ein Download-Game. Das ist fast so exakt, fängt es an, wie das hier. Du bist auch mit so einem Roboter unterwegs, den du über so ein Terminal steuerst. Der ist dort nicht Beepo, sondern AR-7, glaube ich. Und mit dem bist du auf so einer Raumstation unterwegs und manipulierst Sachen mit deinem Greifarm. Das ist echt lustig, erinnert mich gerade sehr stark daran. Nur, das scheint ein bisschen aufwendiger zu sein. Ich weiß nicht, was man hier alles machen kann. Ich habe die Codekarte, ne? Zum Öffnen bestimmter Schlösser. Gegenstand hat hier keine Wirkung. Okay. Jacke und der Rekorder. Wie wär's, wenn du einen Schlitz suchst, wo du diese Codekarte benutzen kannst? Das wäre mein... Bestenfalls an der Tür. Danke für diesen Hinweis. Just saying. Ich wollte eigentlich eher einen Kuchen backen erstmal. Nein, vielleicht in der Mitte hier, ne? Ne, da habe ich ja gelesen, dann habe ich mich geduckt, dann habe ich das hier gemacht, dann ist gar nichts, oh, dann ist gar nichts, Notstromaggregat wurde bereits aktiviert. Vielleicht in diesem anderen Gerät, das die Tür aufgemacht hat, da gibt es vielleicht auch einen Schlitz. Ne, andere Seite. Vielleicht muss man einfach nur an der Tür auch die Codekarte benutzen. Ja. Was das Schlimme ist, ich komme besser mit dieser Kacksteuerung zurecht ein bisschen. Ich habe nochmal drauf gedrückt, vielleicht kann er es. Hilfsaggregat aktiviert, System wiederhergestellt. Was ist jetzt passiert? Oh, da. Ja, Beepo. Eigentlich müsste ja irgendwo hier an der Seite ein Schlitz sein, ne? Bei der einen verschlossenen Tür. Ist das die, durch die ich durchgegangen bin schon? Nee, ich glaube wirklich, das ist die verschlossene, aber... Okay, vielleicht probiere ich das einfach mal aus hier mal mit der Karte. Nee, ich muss den Schlitz finden, ne? Wohl von außen verschlossen. Man kann nicht da, wo...
das Zerstörte war hochklettern? Bist du dir sicher? Nicht springen? Man kann da nicht hochklettern? Gar nicht? Ich hatte es probiert. Du hast es mit Bipo probiert, aber der ist ja viel zu klein. Ich hatte bei ihm auch, der ist nur in die... Okay, ich probiere es nochmal. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich überlege halt nur. Oder vielleicht bei der Gradanzeige kannst du vielleicht mit der Codekarte was machen oder so. Das stimmt, ja, das wäre vielleicht... Wir sind in einem runden Raum, in dem zwei Türen nur sind oder drei. Und eine ist zu. Wir haben eine Codekarte, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann so schwer sein. Gegenstand hier kann. Ich probiere da nochmal hochzuspringen. Vielleicht ist es. Ja, mach mal. Vielleicht hat es nur nicht gegriffen oder so. Was? Achso, ich dachte gerade, das wäre die Tür. Nein, das ist die, wo. Okay, ich verstehe. Versuch mal hochzuspringen. Also, okay, nochmal. Ey, warum kann er denn springen, wenn er da nicht hochspringen kann? Was soll das? Jetzt macht er es. Ah, Bipo kann also auch da hochspringen. Ja, ungefragt vor allem. Ungefragt, ja. Ungefragt aufs Maul. Echt. So, endlich. Jetzt komme ich nicht mehr nach vorne. 15 Minuten in diesem Kühlkammerraum und drei Toten. Ich fühle mich gerade so unfähig. Ja, das zu Recht. Genau, so. Mit was? Mit Recht. So, ich trinke mal kurz. Jetzt gibt's ab, oder was? Jetzt, wo vielleicht spannende Sachen passieren. Jetzt in diesem neuen Gang. Oh. Das lässt. Bipo ist schon so eine kleine Attention-Whore, oder? Ein bisschen, ja. Aber da kann man schon mal hier. Guck lässt mal, schon, was ich kann! Hui. Lässt tief blicken. Guck mal, was ich kann! Oh Gott! So. Hui. Das finde ich aber cool. Also so rein designtechnisch. Ich mag auch diese PlayStation 1-Grafik, diese alte, verlotterte. Hat was, ja. Ja, ja, so wo die, keine Kante ist gerade, ja, alles ist verzogen. Und es flimmert auch alles. So. Es die ganze flimmert hier, alles. Es steht gerade, ja gut, jetzt, hier, so, sobald man mal so ein bisschen bewegt, ja, das ist keine fängt Naht. Alles an zu flimmern. Das ist keine Naht, die man dort sieht, das soll eigentlich eine durchgehende graue Linie sein. Das ist das, was die PlayStation 1 echt gut kann. Ich fange jetzt mal links an. Wir haben gesehen, links, vorne, rechts, drei Gänge oder was auch immer. Okay. Das ist auch ein Runtergang. Das digitale Steuern macht einen auch fertig. Da muss man nur so Minimalkorrekturen machen, wie bei so einem alten Rennspiel. Ein Passwortschloss. Wir haben kein Passwort. Ah, aber vielleicht ist da ein Schlitz noch nebenbei? Gott, was ist mit seiner Hand passiert? Passwort ungültig. Erneut Eingabe. Ich weiß. Es wäre sehr lustig, wenn du es einfach aus Versehen damit. Ne? Glückwunsch, wir haben das Spiel durchgezockt. Nee, sowas gab es bei Phantasmagoria nicht, oder? Nee. Ich überlege gerade, ob wir da auch so eine ähnliche Situation hatten. Nee, hatten wir nicht. Ich glaube nicht. Jawohl, den Menschen, der den Analog-Controller erfunden hat nach dem Zeug hier. Ich weiß noch, als es auf der PlayStation, jetzt gehe ich direkt mal rechts, ja. Als es das neue Ding war, der Analog-Stick auf der PlayStation, das war so crazy damals. Ich habe noch überlegt, wofür brauche ich den? Eben, das benutze ich doch so gut wie gar nicht. Ja. Oh, wow, wow. Was passiert da gerade? Da ist so ein... Oh, jetzt wird es noch scarier. Ah, auch das kennen wir aus dem Intro. Auch schön, wie das aussieht, aber nur so ein weißes, ein kleines... Ist das eine Halbkugel oder so? Ja, ich dachte erst, es wäre nur ein 2D-Sprite, aber es ist immerhin eine Halbkugel, die da rotiert. Kannst Lautlos. Du daran was machen? Oder? Nein. Nee, es ist einfach nur ein Raum, der einfach nur zeigen soll, hier ist ein Alarm. Auch wieder grafische Feinheit, wenn er läuft, ja, er neigt sich mit dem Kopf ein bisschen nach vorne. Ne? Fehlt nur noch, dass man seine Hände so hier Terminator-Style sieht. Oh, cool. Ah. Das ist Springen, oder was? Das ist Hopsen? Ah, nee, das ist das nicht Hoppen. Ja. Springen ist ja Viereck, glaube ich. Moment. Schon sehr strange aus der Perspektive. Hier, fällt mir ein, das wäre auch was in Richtung Spiele mit Bart, ein passendes Spiel für irgendwann mal gewesen. Du kannst dich noch an Breakdown erinnern, auf der Xbox 1. Dieses aus der Ego-Perspektive ballern, aber auch punchen mit Robotern und so weiter. Das war mein Lieblingsspiel, ey. Das wurde gegen Ende ja irgendwann sehr, sehr repetitiv und langweilig, aber es war so geil. Der ganze Anfang mit dem Burger und kotzen aus der Ego-Perspektive, das ist schon ganz... Fantastisch, wenn ich hasse dieses Spiel gleichzeitig und liebe es gleichzeitig. Ja? Das ist so ein Spiel, wo ich an einem Endgegner saß ich einmal drei Tage und ich war so wütend, ja, wo ich den nicht geschafft habe. Nachdem ich ihn besiegt hatte, merke ich da, oh, wo ist denn der Abstand? Nee, Moment, ich komme in einem Raum, wo vier von diesen Gegnern auf einmal drin sind und dann habe ich es nie wieder angefasst. Ich habe es durchgespielt, aber das Ende lohnte sich auch nicht, aber es hat
du wirst, gegen Ende wirst du halt zu so einem echten Superkrieger. Das war schon geil. Dann wird dann das Hauen ist richtig so bam, ja. Und es hatte wirklich so viele geile Momente. Wundert mich, dass das nie mit heutigem Wissen nochmal neu umgesetzt wurde. Ja, das finde ich echt schade. Es gibt eine Handvoll Sachen, wo du aus der Ego-Perspektive mal punchen kannst. So was wie dieses komische Xenoclash aus Argentinien. Aber es ist bei weitem nicht so interessant und gut. Mir wurde gerade gesagt, selbst mit viel Anlauf. Ach, da ist eine Treppe. Ey, wollt mich doch verarschen. Auch mit viel Anlauf schaffe ich es nicht. Nehme ich halt die Treppe. Oh, mein Rheuma. Ja, und scheiße, leicht rheumatöses Laufen. Wenn Sie so Treppen hinunterlaufen, reden Sie mit Ihrem Arzt. So, hier ein bisschen Rubbish überall. Ja. Auch schön im Sound, wir kennen so ein bisschen Enya, so Choräle und Gesänge. Da hat Halo seine Gesänge her. Das Laufen ist gut. Als ob nur der Kopf sich bewegt und den Körper hinter sich herzieht. Und Bipo ist gefährlich nahe an einem Unfall hier. Bipo guckt mir die ganze Zeit auf den Arsch. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt auch von ihm. Vielleicht sollte ich demnächst mal... Oh, das ist wieder ein Moment für Bipo, oder? Was denn das ja sein? Warum geht es nicht? Der Greifarm, ja. Vielleicht brauchst du da gar nichts machen. Versuch mal durch... Na, komm. Ich hätte gesagt, versuch mal einfach die Tür aufzumachen. Ja, gut. Schicke ich ab jetzt Bipo vor. Ja. Der hat vor allem auch nicht so ein komisches Rheumakreuz. Das macht schon Spaß. Jetzt muss aber langsam was passieren. Sind mir ein bisschen zu viele leere Gänge ohne Sinn. Vor allem, weil das so... Oh nein! Oh nein! Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Ach so, das war die Tür von außen. Haben wir eine Map, die wir irgendwie zuschalten können oder sowas? Nee, haben wir glaube ich noch nicht. Wie kann ich... Weil da habe ich zum Beispiel Angst, je mehr Räume es gibt, wo du nichts machen kannst, das bedeutet, du wirst umso langsamer auf die richtige Lösung kommen können, wenn es irgendwo heißt, hol mal Schraube 3 aus Raum 4 auf der linken Seite. Ja, aber jetzt mal erst, was war denn, wofür war denn eben dieser Räumer-Treppenraum? Der war doch für nix. Ja, ich drück X. Hier ist nichts. Ah nee, Bipo kann nur suchen. Okay, Bipo kann nur hinterherlaufen, ja, okay. Na? Aber? Kannst du nicht auch klettern aus der... Kann ich... Das ist doch bescheuert, wenn ich... Du duckst da, du... Ja, ich... X. Nee. Kasten? X. Kreuz. Na gut. Du verstehst aber auch, warum ich das... Alter, jetzt lauf doch geradeaus! Mann! Oh! Das ist ein Krampf, ey. Ja. Noch lacht wahrscheinlich die Live-Regie, aber irgendwann wird es wehtun. Ja, wartet mal, bis ihr das 10 Stunden am Stück gesehen habt. Wir wissen wenigstens, wovon wir reden. Wir haben bei Phantasmagoria, wir haben, glaube ich, mehr weggeschnitten, als am Ende im Video drin war. Ja, diese 45 Stunden kannst du einfach auch nicht am Stück zeigen. Die will auch keiner. Jetzt aber ganz kurz, dieser Raum mit den Treppen, der ist nur dafür da, dass man auf diesen, theoretisch auf diese Ding springen könnte, auf diesen Metallträger, oder? Wahrscheinlich, ja, dass du da noch was kriegen kannst. In der Mitte waren wir aber noch nicht, ne? Genau. Aber es ist mal links und rechts. Genau. Oh Gott. Oder soll ich nochmal mir so ein bisschen so dieses Viereckpapier, wo man... Du weißt ja, wo man die Gänge... Damit ich dann mal genau so Gänge dann nachmalen kann und alles. Ach, ich glaube, das war nur so am Anfang, um uns ein bisschen zu verwirren. Da. Okay. Dreck, oh, die Kamera zeigt nie das, was ich will. Da ist so ein Panel. Guck mal da drunter, da ist noch so ein... Ja, gleich. Ja. Erstmal gucken. Ob dieser große Button vielleicht etwas bringt. Ja, ich glaube, der sagt. Sieht aus, als wären wir in einer Art Keller. Ich frage mich, was schlimmer ist, eingefroren oder lebendig begraben zu werden. Pipo, wer sollte mir sowas antun wollen? Wir können nur rauf. Einverstanden. Man kann seine Antwort auch immer schon vorhersehen. Ja. So, ja, ich verstehe dich eh nicht, aber ich interpretiere einfach, was ich denke. Weil er wurde ja beides. Er wurde ja eingefroren und lebendig begraben eigentlich. Ja, lebendig eingefroren. Ron? Na? Ha! Oh Mann, kein besonders schöner Tod. Was ist das? Eine Krankheit? Hoffentlich nicht ansteckend. Zumindest er kann schon mal reden, ohne die Lippen zu bewegen. Das ist auch ganz cool. Er denkt das. Ich wollte gerade sagen, ey, jetzt ideale Möglichkeit, um das alte Klischee zu machen, dass da ein Tod aus dem Schrank fällt.
Nur das Timing haben sie nicht so richtig drauf. Das stimmt. Aber es ist ja deswegen ein altes Klischee, weil so oft unter anderem von solchen Spielen benutzt wurde. Warum liegt hier eine Leiche? Weil die gerade aus dem Schrank gefallen ist. Das ist durchaus wahr. Kann Lipo die vielleicht ein bisschen so filzen oder Zigaretten da klauen? Glaubst du, sie ist an einer Raucherkrankheit gestorben? Na, es sieht, die Haut aus, sieht dann heraus. Es ist so ein bisschen so Raucherlunge, so im Stadium 5 Millionen Jahre. Ja, also. Ah, jetzt bitte, ich will doch nur an dieser Leiche ich vorbei. Ich glaube nicht, dass du vorbei kannst. Aber an der warum Leiche. Denn nicht? Durchsuch sie doch mal mit Ducken. Ja, ich drück doch schon die. Okay, dann. Ducken musst du dich doch bestimmt. Oh Gott, wirklich? Das macht mich fertig. Man kann doch nicht sich überall ducken. Es steht was Interessantes drauf. Aber er sagt es mir nicht, ich soll es gefälligst. Du sollst es. Ah. Na gut. Okay, und wo war die Tür nochmal? Auf der linken Seite. Ne? Warte mal, jetzt kann ich wirklich diesen Aufzug jetzt nicht benutzen, glaub, nur weil da vorne eine Leiche liegt. Das war nur ein Wandschrank, glaube ich. Das ist doch bescheuert. Ein Wandschrank, mit dem man nach oben fallen kann, oder was? Das ist doch bescheuert. Das ist ein Aufzug. Das ist eindeutig ein Aufzug. Okay, wenn es ein Aufzug ist, vielleicht geht die Tür nicht zu, weil da jemand in der Nähe ist. Können Sie mal aufhalten? Ja, für alle Ewigkeit. Warum sind da eigentlich jetzt drei verschiedene Passwörter? Muss ich jetzt alle drei eingeben, oder? Mhm. Na gut, schau mal. Ich sag mal, Tipp, alle drei addieren und dann die Quersumme daraus ziehen und dann mal, vergiss es. Erinnere mich daran, dass ich nie Adventures von dir spiele, die du entwickelt hast. Ich habe mal angefangen, eins zu entwickeln. Oh, ich auch. Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht programmieren kann. Ich war schon weiter. Ich habe mir irgendeinen Deppen gesucht, der das dann für mich programmiert hat. Okay. Bis der auf den Gedanken kam, dass das noch ohne mich kann. Und dann hat er es einfach ohne mich gemacht, die Drecksau. Und sein Name war George Lucas. Also ähnlich. Ja. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. So egal war er mir. Ja. Oh nein, jetzt, Fehler gemacht. Kannst du vielleicht im Menü schon sehen? Korrekt. Ungültig. Eingabe. Nein, ich will raus. Okay, dann. Jetzt kommt der große Moment. Ich versuch mir das zu merken, ja? So, auch Regie. Denkt mal ruhig mit jetzt. Wir müssen uns. Ich nehme mich da schon mal raus. Ja. Jeder merkt sich von uns eine Zahl. Ich nehme die erste. Und die beiden netten Menschen in der Regie jeweils die anderen beiden. Und ich mach gar nichts. Ich mecker, wenn ihr es nicht hinkriegt. Okay, ich hab die erste. Okay, ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh, ich vergesse schon. So, ganz schnell. Okay. Erste. 9, 1, 8. 6, 1. Passwort ungültig. Erneut Eingabe. So, ist das nächste. Das war falsch. Ja? Ja. 6, 1. Die haben wirklich sich das gemerkt. Ja. 6, 1. 8. 9. 1. 2. 1. 3. Passwort korrekt. Tür entriegelt. Davor, sehr schön. Da geht die Siegerfaust, die Bäckerfaust nach oben. wer hätte das gedacht, dass eine Frau uns ins Spiel mit Bart mal weiterhilft? Ja. Also nach Fantasmagoria. Ja, ein Not, dass überhaupt eine Frau sich das noch trauen würde. Ja, dass sie überhaupt Bock hat noch, uns zu helfen. Ja. Ist aber der Vorteil, dass zum Glück nicht jedem Spiel mit Bart bekannt ist. Das ist wohl wahr. Okay. So. Rat mal, wo du gelandet bist, in einem Gang voller Türen. Oh nein. Und jetzt, oh, da liegt aber wo was hinten, glaube ich, ne? Ja. Okay, wir. Ich würde vielleicht in diesem Gang erstmal gucken, okay, ne? Das war ein Gang. Ja. Der auch noch ein Y-Gang. Ja, ey. Okay, hier können wir. Ich glaube, wir kriegen sowas wie einen Sprungchip oder so, okay, mit dem wir springen können. Ich glaube, mich wage zu erinnern, dass es eine Möglichkeit gab. Will ich mal vorschlagen, man kann doch unendlich oft speichern hier oder so, schätze ich mal, ne? Wo das gerade ist. Ja. Save doch sicherheitshalber mal ab für das, was wir bisher gemacht haben, weil ich habe irgendwie die Befürchtung, du gehst zu nah am Loch dann dort ran. Ja, und fällst runter. Und dann fällst du runter und dann. Oh, ich kann mich an nichts erinnern. Was ist denn hier los? Wer bin ich? Ich kann den Spielstand nicht mehr finden. Ich kann mich noch erinnern, es gab. Damals ja auch XCOM für die PlayStation. Oh, Alter, wie so lange. Das, genau. So das hatte, glaube ich, wirklich eine ganze Memory Card. Das glaube ich auch, aber vor allen Dingen hat es wirklich so 4 Minuten, 3. Je länger man gespielt hat, desto größer wurde der Spielstand, desto länger hat es gedauert. Ey, wir haben schon 30 Minuten. Klasse. Da kann man nicht meckern. Erreicht das gleiche wie in 2 für andere, aber. Ja. Immerhin etwas. Nee, stimmt. Und nicht nur die Ladezeiten und die Speicherzeiten, sondern auch die PSX musste dann auch nachdenken irgendwann bei den schwierigen Zügen später. Und das hat teilweise auch Minuten gedauert. Oh, die KI-Sequenzen, ja, wo nachgedacht wurde, fürchterlich. Alter, was ist jetzt passiert? Ärsche im Weltraum. Ärsche im Weltraum. Das ist, da sind eine Menge Polygone, sag ich mal, ja, reingegangen in diese. Mehr als im Bipo, oder? Ja, und auch mehr als in ihn eigentlich. Ja. Deswegen gibt es jetzt auch nochmal ein Close-Up.
Sogar kleine Nippelchen wurden, nee, nicht ganz, aber immer als Textur. Naja, der Vorteil vom Polygon eben. Wo gibt's denn sowas? Sehr kurvig vor allem auch. Musst du dich da auch ducken? Ah, Kaffeemaschine. Hängen geblieben. Verdreht. Okay, das sieht wirklich aus wie die Kantine, oder? Das ist, die, ja. Das ist doch mal, warum haben wir sowas hier nicht? Kaputt? Ja, doch, kaputt haben wir ja. Ja, kaputt haben wir auch. Ja. Und auch weibliche Torsos, die irgendwo rumliegen. Aber vom letzten Dreh noch über. Schönes Café, finde ich. Ja. Ist das hier? Nix, okay. Hast du diese PlayStation 1 Horror-Adventure-Ära? Echt? Das ist ganz wie nix. Echt? Dann nimm doch keine Stühle. Baut mir einfach keine Stühle rein. Oh. Kühlschrank? Oder was ist das? Ich glaube, das links und rechts sind die, wie heißen die, stumme Diener oder was? Oder so? Nee. Ich weiß schon, die Lastenaufzüge. Lastenaufzüge kann man sie auch nennen, ja. Armer Ritter, wollte ich sagen, weil es ist ja was zum Essen. 24 Grad. Mein Kühlschrank etwas warm. Ja, entscheide dich mal. Du hast nur noch einen Schrotthaufen. Ja, den kann man nicht. Er hat ein ziemliches komisches Verhältnis zur Temperatur hier die ganze Zeit. Ja. Kann Bipo vielleicht irgendwas hier mitmachen? Nein, gell? Nee. Okay. Kann nicht geöffnet werden. Muss man nämlich immer mal gucken. Okay. Ich weiß halt nicht genau, was dieser Raum hier soll. Was soll er mir sagen? Habe ich vielleicht. Oh, ich habe eine gute Idee. Okay. Ich weiß es nicht, aber dieses Schwebedingens, ja? Ja. Das muss ja irgendwie schweben. Und vielleicht kann man dieses Schwebeding nehmen und das, dann irgendwo einbauen. Dass du dir die schwebenden Arschbacken der Statue selber anheften kannst. Zum Beispiel. Und das war dann exakt das, was ich meinte. Über die Löcher gleitest dort. Oh, was ist da in der Ecke? Ein umgestürzter Stuhl. Er sagt gar nichts. So, ich wundert euch nicht. Ich versuche einfach nur zum Ziel zu kriechen. Ah, okay. Hier, Mann, der Simon ist aber, da hat er in seiner Erinnerung nochmal gewühlt und hat tatsächlich was gefunden. Wenn du deine Erinnerung in der Form nicht hättest, hätte das wahrscheinlich noch eine Folge extra gekostet. Ja, ich glaube auch, oder? Simon und seine Erinnerung. Es war schon irgendwo richtig. Aber ich glaube, war auch ein Wink des Karmas. Wessen Karmas? Ja, welches Karma? Gutes, schlechtes? Allgemein, ich glaube, wie kann man das denn? Na gut. Ich verstehe es aber durchaus schon. Ne? Du hast den Antigravitationschip dort rausgenommen und da fällt natürlich die Statue direkt voll auf dich drauf. Aber wie soll man das denn dann machen? Pipo hinschicken oder? Weißt du? Immer Pipo hinschicken. Ja, in Zweifel immer Pipo, ja. Aber ich würde sagen, das sollten wir uns vielleicht für den nächsten Teil aufsparen, weil wir haben jetzt viel gewonnen. Nicht an Spielfortschritt, sondern an Erfahrung. Ja. Ja. Gut, dass du nochmal gesagt hast, speicher vorher. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Hättest du es nicht gemacht, dann wären wir. Genau. Ne? Weil du weißt nie, was kommen kann in solchen Horror-Adventures. Oder bei Spielen mit Bart. Deshalb bis zum nächsten Mal. Kraul. Soundeffekt. Kraul. Und ich garantiere euch, die nächsten Male werden noch besser, denn wir werden Frauen noch kennenlernen. Es wird die Story weiter auch im geführt. Spiel? Im Spiel, ja, ja. Okay. Wir bringen aber uns vielleicht auch welche mit. Mit dem Erfolg von Spiel mit Bart 1 sind wir ja aufgestiegen in der Frauenhierarchie sozusagen. Wenn eine Gruppe der Gesellschaft auf jeden Fall uns nachspiele mit Bart mit anderen Augen sieht, dann sind es Frauen. Dann sind es Frauen, ja. Diesmal können wir aber alles wieder gut machen. Vielleicht auch für euch Frauen. Seid dabei, wenn es heißt. Was wird noch passieren? Was darf alles sein? Was darf nicht sein? Ja. Und sind wir wirklich der Klon von uns selbst? Ja. Und sollte die Frage nicht lieber sein, sollten wir können? Sollten wir können? Können wir sollen? Ja. Dürfen wir? Dürfen wir? Wir müssen. Tschüss. Tschüss.